überliefert bei Ad-Darimi, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der schlimmste oder übelste Dieb ist der, der von seinem Gebet klaut. Die Sahaba radiallahu anhu sagten, o Gesandte Allahs, wie kann jemand von seinem Gebet klauen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dann, es ist derjenige, der seine Niederwerfung, sein Sujud, seine Ruku und seine Sujud nicht richtig macht. Ja, er klaut von seinem Gebet. Er ist ein Dieb. Ja, er stiehlt. Warum? Weil es ist eine Tat, die er machen muss, weil er erschaffen wurde, weil er ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala ist, von Allah azza wa jalla ist. Deswegen muss er beten. Aber er betet aber nicht richtig. Das heißt, er klaut. Er klaut von seinem Gebet, indem er was? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der klaut, das ist der schlimmste, der übelste Dieb, ist derjenige, der klaut von seinem Gebet, indem er seinen Rukur, den Rukur, das Beugen, das sich runterbeugen vor Allah, nicht richtig macht und die Niederwerfung nicht richtig macht. Und deswegen, liebe Geschwister, und es gibt andere Hadithe, die uns deutlich machen, dass viele Muslime zwar beten, aber sie beten nicht richtig. Sie beten nicht so, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, sondern sie beten einfach, ja, ohne Wissen, ohne richtiges Wissen zu haben über das Gebet. So haben sie keinen richtigen Khushu', oder sie machen die einzelnen Gebetssachen nicht richtig, oder sie lernen gar nicht über das Gebet, und somit machen sie zweifelsohne dann Fehler, weil sie nicht genau wissen die Regeln des Gebets. Ja, wenn einer einen Führerschein macht, er muss einen Führerschein richtig machen, damit er fahren kann und sicher fahren kann, sicher für ihn, für andere Menschen, ja, dass er sein Leben und das Leben anderer nicht riskiert. Und das lernen wir dann auch. Warum? Weil wir bezahlen dafür auch eine stolze Geldsumme. Dann lernen wir auch richtig dafür. Und genauso auch, wenn es darum geht, einen guten Job zu haben, um eine schöne Dunya zu haben, sich einen guten Lohn zu haben, um sich etwas leisten zu können, dann gehen wir auch hart arbeiten. Aber was das Gebet angeht, so haben viele unter uns, sie wissen gar nicht, wie man richtig Wudu macht, gar nicht, wie man richtig betet, was eine Pflicht ist, was erwünscht ist, was das Gebet ungültig macht, was die Voraussetzungen, die Bedingungen sind des Gebets. Ja, warum? Weil das, und daran sieht man, liebe Geschwister, wie wichtig einem das Paradies ist, wie wichtig einem oder wie viel Yaqin auch jemand hat, wie viel Gewissheit jemand hat in das Paradies und in die Hölle. Und dass er vor Allah stehen wird und gefragt wird, und dass er im Grab eventuell bestraft wird, möge Allah bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die die Sachen der Religion ernst nehmen und die ihre Religion lernen und richtig umsetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben, uns recht leiten und unsere Sünden vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.